Und herzlich willkommen zu Folge 122. Ja, hier draußen seht ihr ein paar Kisten stehen. Nichts Besonderes. Hier ist ein bisschen Material, wo ich ein bisschen meinen war, wo ich ein bisschen Langeweile hatte. Hier so ein bisschen aus der Mine raus. Hier sind schon mal Sachen drin, wo wir gleich mit weiter craften. Und ein Buch, was ich noch verzaubern muss auf den Duell. Und draußen steht der Pulverizer und der knüppelt jetzt hier alles durch. Ihr sehen könnt, also der muss jetzt hier schön ackern. Das ist auch ganz gut. Damit ich da ein bisschen mit fertig war. Und das wollte ich noch eben machen hier. Ich weiß nämlich nicht, wie viel Material der hier durchpfeffert. Deswegen wollte ich das eigentlich so machen. Gucken, Eisen, vielleicht noch eine Reihe dran zimmern oder so hier. Später, das kann ich leider nicht dadurch pfeifen. Denn das ist alles für den Ofen gedacht hier, dieses beides hier. Ja, in der Mine habe ich ein paar Schienen noch gefunden. Die wollte ich jetzt gleich noch einsetzen. Damit mein... Obwohl, warte mal, da muss ich auch drauf warten. Ich muss auf Glas warten, ne? Ja, die können wir aber von unten nach oben schon mal setzen. Dass der schon mal paar hat. Das wäre gar nicht so Problem. Ach, ich habe glaube keine Sounds an, oder? Ne. Keine Sounds. Das machen wir jetzt erstmal als erstes. So. Der müsste ja schon ein Stück weiter sein, ne? Genau. Genau. Hier müsste er sein, aber hier fehlt noch ein Liquid, ne? Genau, da fehlt noch einer und hier fehlen dann die nächsten. Der geht hier um die Ecke, dann können wir schon mal hier paar Schienen anlegen. So, hier. Sowieso, da kommen ja ein paar Schienen noch extra zu, wenn wir da oben die wieder abreißen, wie in den einen Schienen, wo der anhalten kann. Oh, fast ein ganzes Ding rum wieder gekriegt. Das ist schon mal gut. Wir fehlen hier drei. Dann kommt da einer weg, da unten kommt einer weg. Ja, das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Jetzt müssen wir da unten einen zweiten wegnehmen. Ist ja kein Problem für uns. Das läuft nämlich soweit. Dann haben wir ja auch unsere Schafe. Die sind mittlerweile auch hier. Und wir haben da natürlich die gewitzten Scheren hier. Ich weiß gar nicht, sieht man das jetzt hier? Ja, da seht ihr die Schere. Und der knüppelt jetzt hier ganz fest die Wolle ab. Jetzt ist leider kein Gras oder so hier mehr in der Nähe. Kein Grasblock. Dann müsste ich mal unbedingt hier einen offen lassen. Hier. Und da, damit da zumindest wieder Gras durchwächst. So. Denn der macht jetzt, wenn er hier vier voll hat, das können wir jetzt einmal zeigen. Was hat er denn hier drüben für Wolle? Grüne. Ich habe so hellgrün. Ich habe gelb. Ich habe rot. Ich habe ein bisschen Orange reingeschmissen, so jetzt müsste er sich gleich umdrehen. Und zwar genau jetzt, oder? Ja, dreh dich mal um. Ja, 180 Grad. Schmeißt er die Wolle rein und dreht sich wieder um. Das Ding ist so programmiert. Das können wir mal einmal. Ja, wenn ich euch das zeige, ist es ein bisschen kompliziert, denn das ist kein normaler Aufbau. Denn das Programm wurde ein bisschen anders geschrieben. Und zwar ist das, glaube ich, Startup, ne? Ja, genau, wenn ich immer hier starte, dann ist das. Wir haben maximal Item 3. Dann die Frequenz zum Schneiden 1,5. Und natürlich können wir ein- und ausschalten. Brauchen wir nicht. Jetzt haben wir die Rotation von dem Turtle 180 Grad. Zweimal nach rechts drehen. Das wieder in die gegengesetzte Richtung, wenn er damit fertig ist. Hier checkt alle Dinger ob er Items hat. Wenn nicht, dann schneidet er weiter, bis er halt eine gewisse Anzahl hat. Wie ist das? Low Overhead. Das ist eigentlich hier da Check Slots. Das, wie gesagt, da checkt er nochmal durch. Und jetzt ist das so, wenn der keine 4 von einer Einheit hat, das steckt hier mit drin, wenn der keine 4 Wolle von der gleichen Sorte hat, dann schneidet er so lange, bis er die gleiche Sorte viermal hat. Kann er jetzt aber auch bis maximal. Wenn ich jetzt hier, weiß nicht, 20 verschiedene Farben habe, kann der dann 20 verschiedene Farben haben. Von jedem drei, bis er dann den vierten irgendwo rausbekommt. Na, geh mal eben weg hier. Was ist denn jetzt hier? Hallo. Kannst du mir... Startup. So, jetzt müsste es, glaube ich, auch laufen. Und du läufst ja auch, na genau. Jetzt müssen wir warten, bis da ein bisschen Gras durchwächst. Vielleicht machen wir auch noch. Warte mal, da können wir das auch hier machen. Da machen. Ja, ist gut.
Machen wir das hier drüben auch nochmal, damit da zumindest ein bisschen Gras durchwächst. Sonst fressen die mir die ganzen Schafe alles weg hier. Und das fließt dann hier auch mit rein, mit zwei Pulverweiß, ach, mit zwei pulsierenden Gatter in die Ender Chest. Habe ich mir so überlegt, geht ja am schnellsten. Ist ja auch in der Nähe, das ist ganz gut. Dann habe ich die ganzen Kisten weggekloppt. Das heißt, durch die ganzen Kisten wegkloppen brauchte ich natürlich Slots. Habe offscreen drei weitere 64K Platten gemacht. Zweite schon besetzt. Die anderen beiden sind Reserve, weil da kommt ja auf jeden Fall noch mehr Items rein. Die sind alle schon mal hier drin gelandet. Teilweise sind da Sachen oben in den Barrels reingegangen. Hier, wie sehen könnt, hier so Barley Mist und so was. Hier ein paar Steine noch, Rubber. Dann hier so Büsche, Pilze und irgendwelche anderen Fressmaterialien, verschiedene Holzsorten und Gebüschsorten, Rohre, Computerkiste und Tanks und so was. Schienen, irgendwelche Whetstone-Sachen oder wo man halt was mit aktivieren kann, sprich Schalterknöpfe, Hebel und so was. Und hier so Motoren, Antriebsmotoren und die Zahnräder dafür. Und das ist auch das Stichwort, was wir als nächstes machen, Zahnräder. Und dazu brauche ich, warte mal, welche Kiste ist, ich brauche erstmal das alles. Ich brauche sowieso alles, das steht fest, das bleibt nicht aus, deswegen holen wir auch alles raus. Dann das hier, was das ist, werdet ihr nachher sehen. Dann suchen wir uns hier eine Workbench, warte mal, ich habe da einige stehen. So, als erstes werden wir mal im Schaltkreis basteln. Und dann brauchen wir links, rechts, Set. So. Ah ne, jetzt doch, warte mal, jetzt können wir das so machen. Denn als erstes machen wir nämlich einen erweiterten Schaltkreis. Weil ich wollte eigentlich hier noch so Soundpuffer haben, sprich auch mit Regen, aber dann wollte ich wieder Regen anmachen, aber ich dachte, ach, das leckt dann sowieso rum wie sonst was, deswegen lasse ich den komplett weg. Wo ist es dann? Da, Slappack. Genau, da brauchen wir jetzt noch Lapis Lazuli Blöcke. Wir hoffen, dass ich damit auskomme. So, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 6 Stück, danke. Dann wollte ich eine MFE machen, da haben wir sie. Genau. Oh, warte mal, wie viele waren das jetzt? 4 Stück. Und jetzt so noch Whetstone drumherum. Ja, die können wir jetzt so einzeln aufsammeln, das ist natürlich klar. So. Was brauche ich denn jetzt noch? Ah, jetzt ist auf jeden Fall mein Inventar voll, das steht fest. Das kann man gerade weg, das kann man gerade weg, danke. Dann brauche ich Goldkabel. Und ich glaube, ja, 4 Gabel davon. Und dann könnte man nochmal 4 davon machen. Dann brauche ich einen Maschinenblock. Danke. So, und dann die 4 Kabel. Ich glaube, so eine Ecke. Dann die 4 Energiekristalle hier hingepfeffert. Und dann haben wir eine MFE, wo wir unser Lab-Pack dann nämlich aufladen werden. Das könnten wir eigentlich schon mal machen. So. So. Und das Lab-Pack. Dankeschön. Dann, weil ich kann das so in der MFE, glaube ich, aufladen. Ne? Nicht, dass ich das in der Badbox aufladen kann, dann wäre das auch ärgerlich. Aber ich brauche sowieso bald größere Stromeinheiten. Ne, kann ich wie gesagt nicht aufladen, ja. Ist ja nicht schlimm. Hier packen wir das erstmal weg. Dann kann ich das nämlich hier aufladen. Genau, das lädt jetzt auf. Dann kann hier mein Lab-Pack rein und kann sich erstmal auffüllen. Dann, das wollte ich machen, das wollte ich machen. Und dann wollte ich noch... Ach ja, dafür habe ich, dafür habe ich ja das andere hier mit. Die Steine. Muss ich erstmal hier so Steinschüssel machen. Dankeschön. Dann muss ich ja meine Kiste. Ach, meinen Täschchen. Brauche ich den Minium Stone. Und dann wollte ich schon mal... Warte mal, ich brauche 3 Empfänger. Ich brauche also immer 3. Das ist eigentlich ganz egal, wie wir die herstellen. Dann brauchen wir jeweils 6 Stück. Zack, zack, zack.
Ah, da können wir gleich mal hier ein paar mehr machen. So, nochmal schon mal 10 Ender Pearl, danke. Der Minusdaum wird noch ein bisschen weiter runter. Ich glaube, das ist gar nicht so das Problem. Jetzt brauchen wir Schüsseln. Dann brauchen wir hier 3 Schüsseln. Dann brauchen wir Obsidian Sticks. Und jetzt. Oh, jetzt glaube ich die. So. So. Ah ne, so, so, so. Glaube ich zumindest. Yep. Yep. So. Das hätten wir das schon mal. Dann brauchen wir davon welche. So, war das jetzt so mit. Mit Schüssel? Yep. Jetzt hätte ich wieder angeschrieben. Das ist auch immer nervig. Ich könnte den nicht einfach mal in Ruhe lassen, wenn ich aufnehme. Nein, können sie wieder nicht. So, machen wir das mal so. Und dann brauchen wir jetzt Wireless. Wireless. Oh. Wireless, so wireless. Da haben wir es doch. Dann brauchen wir jetzt einmal davon ein. Danke. Ein Obsidian Stick. Ein so. Und zweimal so. Dann haben wir den Transmitter. Und das gleiche machen wir jetzt mit dem Receiver. Obsidian Stick. Dann so eine Wii Ender Pearl. Warte mal, können wir gleich alle voll machen hier. Dankeschön. Ach, warte mal, ich brauche sowieso noch mehr. Das ist doch voll egal. Zup. Die kann man immer gebrauchen. So. 1, 2, 3 machen wir gleich davon. Dann machen wir gleich hier die anderen drei auch fertig. So. 3, 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Die können wir nämlich an unseren Computer nämlich schon mal anschließen. So, zwei davon. Zwei, ah ne, jetzt fehlen mir die Stufen. Putz. So. So, und zweimal Metzger. Und dann muss ich auch eben die Folge beenden, denn wir haben die schon wieder überschritten. Machen wir die noch eben noch fertig, dann haben wir das auch schon mal. Und die anderen schmeiße ich mir jetzt alle wieder in Inventar rein, denn das brauche ich nicht. Und so habe ich nämlich meine Sachen, die ich. Ah ne, warte mal, ich wollte noch was herstellen. Ah, das können wir noch eben machen. Das können wir noch eben machen. Ich brauche. Nämlich, das wollte ich nämlich dann machen, beziehungsweise laufen lassen. Den Steinbruch. Und zwar ist das ja die Quarry. Und dann brauchen wir 1, 2, 3. Brauchen wir erstmal 7 Zahnräder, ne? Ja, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann 7 Stein. Zack. Dann 7 Eisen. Habe ich auch. Dann brauchen wir 4 Gold. Dankeschön. Jetzt brauchen wir 2 Diamanten. Dankeschön. Und das war eine. Genau, das war eine Dia-Spitzhacke. Dankeschön. So, 2 goldene. 3 Eisen. Einmal Whetstone. Magnet mal eben an, dann hole ich die mir eben. So. Und den Steinbruch, den wollte ich halt dann laufen lassen, damit das auch schon mal funktioniert. Irgendwo in der Walachei irgendwo hinsetzen und dann laufen lassen. Aber dafür muss ich auch noch andere Sachen craften. Deswegen würde ich sagen. Das schmeißen wir jetzt mal eben alles weg, was wir nicht davon brauchen. Das kommt hier rüber. Das hier, die kommen woanders hin. Die Stufen packe ich dann dabei, die Obsidian Sticks packe ich dabei. Das kommt dahin. Und der Rest kann, wie gesagt, erstmal weg. Und das tun wir hier bei den Computersachen hin. Das ist eigentlich fast so ähnlich. Du musst mal dahin schmeißen. Dann haben wir eigentlich unsere Ruhe. Dann kann das nämlich aufgefüllt werden. Unser Lab-Pack. Da habe ich nämlich noch ein paar Lavazellen reingeschmissen. Da könnt ihr auch einen Tank anschließen. Das wäre auch kein Problem. Dann wird er auch mal unendlich Lava kommen. Das einfach hier wieder reingeschmissen und dann passt das schon. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash-Total-P und tschüssen.